Gold und Silber ist immer wieder ein Blick wert, aktuell möglicherweise umso mehr, da viele davon ausgehen, dass der Kurs doch eigentlich noch enorm steigen müsste. Viele sehen die Inflationssorge als eins der besten Push-Mittel sozusagen für diese Märkte, sprich, dass die Edelmetalle wirklich nach oben durchmarschieren müssen. Gold 2000 ist ja lächerlich, warum nicht 3, 4 oder gar 5000? Ja, sicherlich die Aufwärtsrichtung. Die ist auch aktuell absolut im Trend. Längerfristig kann man das durchaus sagen. 2018, wir sehen das hier im Wochenchart beim Gold beispielsweise, ist ja ein wirklich deutlicher Schub nach oben jetzt entstanden. Jetzt im Moment die Wackelpause, die wir jetzt hier haben, die hat ganz klar korrektiven Charakter. Das heißt, Druck bei den Verkäufern ist noch nicht entstanden. Klar, es wurde verkauft. Es ist über lange Zeit jetzt nicht wirklich Stimmung gewesen, jetzt massiv einzukaufen. Aber insgesamt ist diese Bewegung vom Verhalten her eine klassisch korrektive und dementsprechend offensichtlich noch nicht das, was die Marktteilnehmer besonders gerne mögen, sondern eben etwas, wo man sagt, naja gut, dann lassen wir halt ein bisschen runterkommen. Im 4-Stunden-Chart sehen wir jetzt, dass sich das Bild wieder mal ein bisschen geändert hat. Wir sind im Rahmen einer Unterstützungszone, die muss jetzt nicht jetzt kriegsentscheidend sein, aber wir wissen, dass viele Menschen da doch mal drauf gucken und vielleicht etwas zögerlicher sind. Wie gesagt, eine Unterstützung dreht den Markt nicht automatisch, aber sie lädt dazu ein, vielleicht etwas zu verzögern. Das Kaufinteresse vielleicht, na, vielleicht traue ich mich doch schon mal wieder eine kleine Position jetzt hier im Rahmen dieser Bewegung. Und das nimmt Verkaufsdruck weg und gibt ein bisschen mehr Kaufmöglichkeiten. Zumindest die Chancen sind dafür da. Aber das wird sich noch rauskristallisieren müssen. Das ist ja noch erstmal nur eine zarte Andeutung, in welche Richtung der Markt als nächstes gehen dürfte. Im 4-Stunden-Chart sehen wir, dass der Markt tatsächlich schon einen ordentlichen Schub mal nach oben gemacht hat. Das lässt ja wieder mal Hoffnung aufkeimen, dass das eine echte Bewegung ist. Wir sehen den Unterschied hier zu der vorigen. Die ist genauso groß. Guckt euch die an, von da nach da. Und diese und die, von da nach da. Die Größe ist fast die gleiche. Das sind Millimeterunterschiede hier. Aber ihr seht den Unterschied. Die ist unterbrochen von der großen Pause. Diese Dreiwelligkeit spricht häufig für so eine korrektive Geschichte. Das hier ist zumindest im Moment mal aus einem Guss. Wer schon ein bisschen länger hier meine Analysen verfolgt, der weiß, dass das an sich natürlich noch nicht der Beweis ist, dass der Kurs als nächstes deutlich klettert. Es gibt ein typisches Korrekturverhaltensmuster, das sogar noch tiefere Kurse ermöglichen würde. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, da stecken wir aktuell gerade drin in der Situation. Ich zoome mal hier den 15-Minuten-Chart raus, damit man so ein bisschen mal sich anguckt, hier die Abwärtsbewegung. Sieht die ebenfalls wieder dreiwellig aus, so in dieser Form, dann wäre das ja wieder korrektiv. Und dann haben wir die starke Aufwärtsbewegung, das korrektive Bild hier nach unten. Und das wiederum dürfte den einen oder anderen dazu auch verleiten, auf die Kaufseite dann hier ebenfalls nochmal aufzuspringen, um dann zu sagen, naja, vielleicht ist das jetzt endlich der Startschuss. Ich weiß, es gibt natürlich ein paar oder eine ganze Reihe von Marktteilnehmern, die sagen, ist mir egal, der wird früher oder später wieder steigen, ob jetzt für 1700, für 1600 oder für 1800 im Zweifelsfall eingekauft, wenn das bei 2000, bei 2,5 irgendwann mal steht oder noch höher, dann ist mir das nahezu egal. Aber für diejenigen, die eben ein bisschen feinporiger unterwegs sein wollen oder müssen, aus welchen Gründen auch immer, ist es nicht so schlecht, da genauer hinzugucken. So, jetzt aber eins ist noch wichtig, die Vorsicht, die muss noch genannt werden. Das ABC alleine, das sagt noch nichts aus. Also nicht dann sagen, oh, das sieht ABC-mäßig aus, dann muss es jetzt ja steigen. Gar nichts muss der Kerl. Ein echter Hinweis wäre erst, wenn er dieses Korrekturmuster verlassen hat. Und das wäre eben das letzte Zwischenhoch dann entsprechend zu toppen. Die Marke, die ich jetzt hier gezeichnet habe, ist noch willkürlich. Ich weiß ja nicht, wo das Hoch sich rauskristallisiert. Es kann sein, dass wir das hier gerade basteln, aber das werden wir dann noch abwarten müssen. Warum ist das so wichtig? Weil natürlich das Dreieck alleine hier, oder Dreieck ist es nicht, aber diese Dreiwellig 1, 2, 3 hier, die alleine reicht ja natürlich nicht aus, denn die kann ja immer noch in eine 4 und 5 dann nachher weitergehen. Also wer hier in diesem Bereich dann anfängt zu kaufen, der geht ein großes Wagnis ein. Das kann man unter Umständen eingehen, wenn man sagt, okay, ich lasse hier ein extrem hohes Chance-Risiko-Verhältnis dann für mich sprechen. Das kann gut gehen, es hat allerdings eine schlechtere Trefferquote. Damit muss man eben rechnen, denn diese beiden Faktoren hängen typischerweise eben miteinander zusammen. Wo dieser Punkt genau liegt, das werden wir vielleicht in einem der nächsten Updates zu dieser Überlegung nochmal bringen. Solche Sachen machen wir typischerweise bei Born for Trading beispielsweise. Meldet euch an,
Dann habt ihr die Möglichkeit, da selber mal reinzuschnuppern, zu gucken, was wir da tun. Es ist für euch ja kostenfrei, mal auszuprobieren, völlig ohne irgendwelche Hintergedanken, könnt ihr da einfach mal sehen und viele Ideen auch mal mitnehmen, wie man darauf guckt, wie wir darauf gucken, was wir da machen beispielsweise. Und ihr habt die Möglichkeit, im Trade des Tages mitzumischen sozusagen oder zuzugucken, deshalb da auch anmelden. Da stellen wir dann konkrete Handelsideen vor. Es gibt also gute Chancen, dass ein Dreh hier bald bevorsteht, wenn auch aktuell noch nicht. Ihr seht es, nicht notwendigerweise bis auf dieses Tief jetzt hier, was ich jetzt hier eingezeichnet habe, aber irgendwie was nach unten kann ich mir vorstellen. Ich zeichne nochmal hier so mein Fibonacci-Tool mal an. Und dann seht ihr, die 38er-Marke haben wir noch nicht erreicht und idealerweise sollte die Korrektur auch irgendwo hier rechts von der Linie stehen, also irgendwo da rein, fände ich schon herzallerliebst. Und das idealerweise in irgendeine ABC-Mustergebung, damit wir sagen können, ah, okay, die Seite ist doch die schwächere. Wenn das die schwächere Bewegungsrichtung ist, dann denke ich mal, haben wir ganz gute Chancen, wenn diese verlassen wird. Denkt an den Trigger hier auf der Oberseite, dass der Markt dann entsprechend läuft. Ich denke, da lässt sich was draus machen. Soweit müssen wir aber noch warten, denn im Moment ist das noch nicht ganz klar. Aber als Andeutung jetzt schon mal, wer auf kleineren Zeitebenen diese Verhaltensmuster sieht, kann das natürlich versuchen, auf kleineren Ebenen auch umzusetzen. Wer auf die größere Ebene zielt, das Prinzip bleibt das gleiche. Scharfe Bewegungsrichtung, wackelige Gegenbewegung. Es ist nichts großartig anders wie scharfe Bewegungsrichtung, wackelige Gegenbewegung, ob ihr im 4-Stunden- oder im 4-Wochen-Chart oder 1-Wochen-Chart in dem Fall unterwegs seid. Das Bild mag mitunter ähnlich sein. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.